Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wo ist Lilly hin? Hä? Lilly war doch gerade noch da. Wir haben auf jeden Fall das letzte Mal bei dem Kartoffeldingens Quacksalberino, ja, haben wir uns was geholt, und zwar hier für den Schamaun. Das ist ein Deo. Herr Schamane, Herr Nerd Charmy. Lol. AFK. Mom. Kurz AFK. Yeah. Dreh. Autovervollständigung. Der Wendigo. Dämon. Ja, ja, ich wollte dir ein Deo geben, Dude. Hier, guckst du diesen? Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt. Mom. Kurz AFK. Hä? Dreh. Hallo, Kleine. Immer noch tot? Denk das nichts. Ohne jetzt? Kleingeld ist man in der Zwischen. Ja. Nein, Moment. Aber ist das... Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Aha. Oh, guck mal, Junkfood. Okay, was mache ich jetzt damit? Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Aha. Okay, also er hat das nicht bestellt, aber ich krieg's trotzdem... Was habe ich denn jetzt mit dem Essen, mit der Pizza und so gemacht? Ich raff gerade jetzt gar nicht mehr, was ich überhaupt tun kann, soll, muss, brauch. Hier ist der tote Typ. Und jetzt kann ich... Warte mal, was brauche ich? Die Zigarren habe ich. Das Eis? Was ist mit dem Eis? Da hatten wir den Ding drin, den Alkohol. Der Barmann. Dann komme ich hier zurück in die Bar. Da liegt der tote Barmann. Aber was bringt mir das? Was mache ich mit dem Junkfood? Und wo ist der Wendigo? Der ist doch hier bei der Mine irgendwie, oder? Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Mine löchern? Ja. Dann vergiss es. Ich verrate dir den Weg nicht. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Aber wie komme ich jetzt hin zu dem... Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Okay. Die Cash-Cow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Ja gut. Was muss ich tun? Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Verstehe. Die Geier kreisten über einem bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Wegen dem Essen. Oh, aha. Hallo, der Wendigo, guck mal. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Ja. Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Dann bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Ja. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Gut. Wir haben für solche Zwecke ja eine Deo- und Enthaarungscreme. Die werden wir ihm mal... Immer wenn Lilly mit Chemikalien hantierte, hielt das Universum den Atem an.
Ich hatte nur so eine Idee, dass man das vielleicht vertauschen könnte. Weil er das Deo vielleicht nimmt. Bist du verrückt? Lass das. In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Na siehst du. Ah, ich glaube, wir reißen ein Loch in die Ozonschicht. Wir versuchen ihn mal zu entharren. Wenn das Sonnencreme ist? Nein, danke. Ich benutze meine eigene Dialux Protect Sensitiv mit Lichtschutzfaktor 3000. Ja, der wird nicht reichen. Wir machen jetzt mal hier ein Loch in den Himmel. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Ja. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Ja, klasse. Boah, das Ozonloch. Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Oha. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Ja. Das ist nicht gut. Nein. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Mm. Ich lasse sie lieber draußen. Ja. Sicher ist sicher. Ja, ja, mach das mal. Komm, wir tauschen mal die Sonnencreme aus. So. Oh oh, es geht los. Schnell eincremen. Schnell eincremen. Bäh. Oh. Schöne Scheiße. Oh Gott. Ja, dann musst du wohl in die Höhle. Oh nein, oh Gott. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Oh, ja. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Hm. Das stimmt wohl. Der hätte der Wendigo mal lieber auf uns hören sollen. Und uns machen lassen. So ist das. Das ist der Havel für die gefährlichen Orte, gefällt mir sehr gut. Der Alkohol-Havel ist natürlich auch cool. Mal gucken, wir haben noch ein paar vor uns, aber jetzt können wir auf jeden Fall schon mal hier in die Höhle gehen. Und hoffen, dass das zu Edna führt. Oha! Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Das ist eine coole Höhle. Nur ein Haken. Edna war fort. Dann gucken wir doch mal durch das Fernrohr, wo Edna hin ist. Ah, damit beobachtet sie hier die beiden. Eine Notiz. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schau mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge. Ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskoptaschenlampe? Verdammt. Naja, wir sehen uns ja dann. Tüdülü. Ja. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. Ich glaube nicht, dass sie geschnappt wurde. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Was können wir denn? Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, dann können wir raus. Dann muss ich jetzt zum Wald und mich mit Garrett treffen, beziehungsweise halt da mal gucken. Hierhin, ne? So, da zum Dorf. Nein, falsch. Nicht zum Dorf, sondern da rechts entlang, auf die Brücke. Verdammte Dreckskarre. Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich verschieben
Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lily musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Ah, genau, die Uhu-Pfeife, natürlich. Es war hoffnungslos. Lily würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischen funkte. Okay. Auf diesem Baum hatte es sich ein Uhu bequem gemacht. Ja, können wir ihm irgendwelche Beleidigungen entgegen... Dingsen? Ey. Oh. Okay, nochmal. Irgendwann muss er doch wegfliegen. Ah, jetzt freut er sich. Endlich konnte okay. Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Mhm. Okay, alles klar. Wir haben gerade eine wichtige Unterhaltung Endlich mit diesem Uhu geführt. Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Ja. Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Warte mal. Das haben wir gleich. Oh nein. Na, wen haben wir denn da? Das ist doch... Oh oh. Oh Gott, was ist das? Das Phantom! Das Phantom! Das Phantom? Was ist denn das Phantom? Und warum phantomisiert es hier durch die Gegend? Lily schaute den flüchtigen Wärtern noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Ah, das war Garrett, oder? Von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Oder nicht? Wir können uns einen Schlüssel holen, yeah. Und dann können wir aufsperren und hoffen, dass Edna wieder drin befindet. Oder wer mag das gewesen sein? Schlüssel. Lily wusste nicht genau, wie man ein Auto benutzte, aber sie würde es schon irgendwann noch herausfinden. Ja, ich dachte, man könnte ihn vielleicht aufsperren und durchsuchen oder so. Die Pfleger hatten ihren Lieferwagen stehen lassen. Dass man vielleicht da noch hinter den Wagen hätte schauen können. Lily, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Ah, okay. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen. Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zehen oder Fingern verabschieden. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Ja. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Garrett ist so geil.
Lily hätte mit seinem sich Drama. Wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Ja. Zumal wir jetzt nicht zwingend bis morgen oder übermorgen hier warten wollen, bis Garrett vielleicht an dem Feiertag kommt oder eben auch nicht kommt. Also zurück ins Haus. Oder zumindest in die Nähe des Schlosses, also der Anstalt. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lily hatte vor, sie dankend anzunehmen. Ich frage mich jetzt gerade, ist das die Anstalt der Oberin oder die alte Anstalt von Dr. Marcel, in der wir waren im Edna bricht aus Teil, ne? Versteht ihr? Das wäre jetzt natürlich die Frage. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lily die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Ey! Nein, Mann! Na, so ein Hallodri! Der diebische Hamster hatte Lily erneut ein Schnippchen geschlagen. Der diebische Trotzdem Hamster. War Lily weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Oh, hi. Hey, na du. Es geht. Hallo. Lily freute sich. Das es ging ja passierte schnell. Viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Ja. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Oh, die dunklen Büsche. Ich dachte ja eher, dass ich jetzt dann noch so eine lange Diskussion der mit dem Schlüssel Uhu führen war muss. In den Busch gefallen. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lily hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Hä? Tja, warum war das Kind auch immer so unvorsichtig? Und nun bin ich jetzt in Narnia. Gott. Wo bin ich denn jetzt hingefallen, Leute?